Quellen so selten offen? Das habe ich mich gerade gefragt. Ich habe nämlich gerade einen Fachartikel gelesen, in dem ein Buch eines Journalisten zitiert wird und in dem der Journalist als Begründer einer bestimmten Idee, eines bestimmten Gedankens gefeiert wurde, es sich aber gar nicht um die Idee, diesen Gedanken des Journalisten handelte, sondern etwas ist, was in unserer Community, in diesem Beispiel, schon lange, lange Zeit zuvor in Fachartikeln, in Büchern geschrieben wurde und ja, man eigentlich fast so innerhalb der Community von Common Sense sprechen kann. Also sozusagen, das ist sozusagen das Wissen der Medienpädagogik. Und dieser Journalist hat diesen Gedanken aufgegriffen, wahrscheinlich aus der Medienpädagogik, in seinem Buch ausgebreitet und wirklich gut geschrieben. Also ich kenne das Buch, das heißt, es liest sich wirklich toll. Es ist tatsächlich sehr schön zu lesen, eben ohne Zitationen und diese Dinge. Und eben auch eher nicht in der wissenschaftlichen Sprache, sondern eher allgemeinverständlich. Insofern durchaus eine tolle Leistung, dass er diesen Gedanken sozusagen in die Öffentlichkeit getragen hat. Das ist ja das, was JournalistInnen eben besonders gut auch können. Aber was ich schade finde, ist, dadurch, dass der Journalist diesen Gedanken nicht zitiert hat, wird er jetzt sogar aus anderen Communities und sogar aus unserer Community als der Urheber dieses Gedanken gefeiert. Und wenn man sozusagen weiß, also wenn man ältere Schriften kennt, in meinem Fall ist das so, dann weiß man, dass das eigentlich nicht dieser Journalist entdeckt hat, beziehungsweise diesen Gedanken hatte ursprünglich, sondern dass der eigentlich von jemand anderem stammt. Und das Ganze führt mich zur Frage, warum legen Journalistinnen und Journalisten ihre Quellen so selten offen? Also arbeiten ganz anders, als wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das tun. Ist okay, wenn man beispielsweise investigativen Journalismus betreibt, also seine Informantinnen und Informanten schützen muss, dann verstehe ich das. Dann ist es natürlich, das ist sogar wichtig, dass ich die Quelle nicht preisgebe. Also quasi, das dann, gehört dann zur guten journalistischen Arbeit, dass ich meine Quellen schütze. Aber nun ist es ja so, und Pressefreiheit Quellenschutz ist natürlich, ist natürlich was, und Informantenschutz ist natürlich etwas ganz Wesentliches. Aber jetzt geht es ja im Journalismus nicht immer darum, Informanten zu schützen, sondern es geht ja häufig auch darum, dass man Dinge nochmal besser erklärt. Und da frage ich mich aber, warum wird im Journalismus die Quelle so selten angegeben? Also praktisches Beispiel, warum wird zum Beispiel in der Tagesschau nicht entsprechend eine weitere Zitation eingeblendet? Also die Quelle, woher dieser Gedanke stammt. Gerade wenn es darum geht, wenn auch journalistische Texte oder journalistische Sendungen etwas erklären. Finde ich komisch, oder? Also vielleicht hilft es, wenn man nochmal nachdenkt, warum wir eigentlich in der Wissenschaft zitieren und Quellen angeben. Und da gibt es im Wesentlichen, es gibt natürlich immer mehr Gründe, aber im Wesentlichen sind es drei Gründe. Also der eine Grund ist, wir geben einen Beleg, also einen Beleg für eine These, die wir dann dadurch in diesem Text nicht nochmal genauer erklären müssen. Es wäre sonst, man kommt sonst relativ schnell von Hölzchen auf Stöckchen, von einem zum anderen, wenn man jeden Beleg, wenn man jede These dann auch gleich wieder herleiten müsste. Insofern ist ein Zitat erstmal auch eine wichtige Belegstelle, in der man informiert, hier habe ich mich in den Forschungen des Kollegen oder der Kollegin bedient, und wenn ihr das genauer wissen wollt, dann könnt ihr entsprechend dort
dort nachlesen. Also das ist der erste Aspekt. Gleichzeitig verbindet auch sich mit dem zweiten Aspekt, ich würde den so als Credits bezeichnen, also man erkennt es an, dass die Kollegin, der Kollege zu diesem Thema geforscht hat und man verweist darauf, hey, hier findet ihr ein bisschen mehr dazu. Ich meine, das ist so, wenn man so sagt, ist das ein bisschen so der Applaus für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Und der dritte Punkt, der dritte Aspekt, warum wir zitieren und warum es vielleicht auch gerade in journalistischen Texten und Beiträgen und Sendungen auch sinnvoll wäre, nämlich er gibt Informationen zum Weiterlesen. Also ich kann damit den Leserinnen und Lesern meines Texts kann ich signalisieren. Also wenn Sie noch mehr zu dem Thema wissen wollen, Vergleiche, ne, zum Beispiel, dann lesen Sie dort weiter. Dann kann man in der Literaturliste schauen, da steht dann das Gesamtwerk, im Text ja häufig nur so eine kurze Zitation und dann im Literaturverzeichnis findet man das Gesamtwerk. Das können Sie sich dann jetzt in jedem Fall als Studierende zum Beispiel, können sich dann in der Bibliothek ausleihen oder im Netz suchen und entsprechend nachlesen. Und dadurch sozusagen nochmal diesen Gedanken weiterdenken. Und jetzt frage ich mich tatsächlich nochmal, also wieder zurück zu den Journalistinnen und Journalisten und zu den journalistischen Sendungen, warum gerade in Zeiten, in denen sogenannte Fake News oder auch absichtliche oder unabsichtliche Desinformationen immer mehr werden, warum arbeiten wir nicht alle etwas mehr, wie das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ganz selbstverständlich tun? Denn wir wollen ja auch, oder sozusagen ist ja auch ein gesellschaftlicher Wunsch, dass Menschen nicht immer alles so hinnehmen, was sie wahrnehmen, sondern durchaus auch kritisch beurteilen und sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt auch von meinem Thema, nämlich der Medienbildung, sich kritisch mit den Dingen auseinanderzusetzen. Aber warum geben journalistische Beiträge, journalistische Sendungen uns so wenig Möglichkeiten, auch sich noch intensiver damit zu befassen? Also Quellenangaben, die das erleichtern würden. Also, warum zitieren Journalistinnen und Journalisten ihre Quellen so selten? Das frage ich mich. Und ich habe bisher noch nicht so recht eine Antwort darauf.